Daher? Gerne. Du positionierst dich einfach mal hier hin. Wie gesagt, im Spiel hätte auch noch so eine Rückholmechanik nicht schlecht getan. Irgendwas, wenn du in der Bredouille bist, dass du noch was machen kannst irgendwie. Und nicht, oh, du hast keine... Der Türme bringt sowieso nur bedingt was, aber du hast keine... Du hast keine Soldaten mehr, du hast verloren. Ach ja, darauf habe ich geschossen. Ich habe schon wieder vergessen. Hey. Es ist nicht schön, wie die hier gegen reparieren wollen. Erstmal die ganzen Leute hier töten. Ich wollte nur die Gebäude zerstören, aber ihr müsst euch ja wieder in den Weg stellen. So viele Arbeiter. Dass er nicht noch die Arbeiter als Heat Shields einsetzt. Ah, es wird langsam besser. Also die ganzen Bauern umhacken. Die Gebäude stehen halt auch so eng, dass du nicht richtig durchkommst mit deinen Truppen. Hier wird kein Weizen ausgesät. Vorschlag zur Güte. Okay, das Ding ist leer. Und hier, das meine ich ja, das ist eigentlich kein Problem, wenn du mal ein bisschen was außer Acht lässt. Bei einem Age of Empires 2... Gerade wenn du gegen andere Spieler spielst, ist das schon ein Todeskriterium eigentlich. Mittlerweile. Früher, zu der Zeit war es auch noch nicht so, wenn du da überhaupt online spielen konntest. Aber, ich meine, ich habe sehr, sehr spät erst Internet gehabt. Wirklich sehr spät. Die ersten Berührungen mit dem richtig mit dem Internet. Klar, ich hatte schon, glaube ich, als ich 12 war oder so, ein Freund von mir hatte schon Internet, aber die ersten richtigen Berührungspunkte mit dem Internet hatte ich mit 16 in der Schule. Das war auch die Zeit, in der ich mein erstes Handy hatte. Ja, Elektronik war ich recht weit hinterher. Und was mache ich jetzt? Jetzt mache ich EDV, na schön. Man will ja auch richtig stehen, wenn man auf das Ding einschlägt. Das ist wichtig. Ihr versteht das nicht. Ah, könnte knapp werden von der Versorgung. Aber es kommen genug. Ja, eigentlich wollte ich auch die Vorbereitung für die Klassenarbeit weitermachen. Muss ich danach auch, wenn ich die Aufnahme beende, muss ich das unbedingt machen. Bin aber schon fast fertig, was schon mal schön ist. Und habt ihr das gesehen? Die schießen hier drauf, aber du hast immer so ein paar Querschläger. Deshalb nie gleichzeitig mit Nahkämpfern angreifen. Hat auch was Hypnotisches, oder? So zu schauen, wie da die Pfeile fliegen. Die fliegen nicht hochtexturiert. Du siehst eindeutig, wie so in Intervallen fliegen, aber es stört dich nicht. Ich höre, greif an. Ja, die werden auch bald Essen brauchen, aber bei denen ist nicht so wild. Eigentlich das mehr Ausbilden an Soldaten jetzt eigentlich echt rein theoretisch, wenn du dann auf lange Sicht spielen würdest, kontraproduktiv, weil die kosten halt nur Essen. Ich glaube, die meisten haben ja Essen schon. Aber anscheinend noch nicht alle. Ja. Wenn das zerstört ist, kriegt ihr erstmal eure Ration. Ja, zerstören macht hungrig. Das ist tatsächlich wirklich anstrengende Arbeit, wenn du nicht alles niederbrennst einfach. Geht zwar auch schneller als aufbauen, aber es muss auch erstmal gemacht werden. Ah, da war noch... Eigentlich habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Und die Leute halt kurzzeitig gebunden hier. Ich glaube, einer fehlt nur noch. Die Speer kann ich aber auch rein theoretisch schnell zurückschicken, dann, wenn sie Hunger haben. Es geht ja, die sind relativ schnell versorgt, weil sie halt schnell sind. Wo ist... Da war doch noch jemand mit noch... Da. Du müsstest der Letzte sein, der noch Essen kriegt. Gut. Geht es mit Bogenschützen? Ja, das sollten wir hinkriegen mit dem, was wir noch hier haben. Bin ich ziemlich zuversichtlich. Viele Verluste werden wir auf jeden Fall nicht machen im ganzen Spiel. Und euch schicke ich dann direkt hier runter, wenn die besiegt sind, damit ihr die letzte Farm dann noch zerstört. Ey, der Mann hier qualvoll verhungern muss. Wir müssen ihn retten, wir müssen ihm vorher eine Axt ins Gesicht schlagen. Eine Raubfunktion wäre halt echt noch nicht schlecht in dem Spiel. Dass du bestimmte Ressourcen klauen kannst, die halt übrig bleiben. Weil auch wenn du was zerstörst, es bleibt immer irgendwas übrig. Sei es Münzen oder sei es sonst noch was. Im Grunde müsstest du nur dafür sorgen, dass du endlos irgendwie an Stein und irgendwie endlos an Gold kommst. Dann kannst du halt irgendwann keine Eisenwaffen mehr produzieren, was nicht so schlimm ist. Aber du kannst rein theoretisch endlos Krieg führen. Und läufst nicht irgendwann leer an Ressourcen. Das ist ja ein Problem mit StarCraft gewesen. Da hatte ich ja schon mal das Problem, dass ich in Missionen einfach irgendwann keine Ressourcen mehr hatte. Der Gegner konnte mich nicht besiegen, ich konnte ihn nicht besiegen. Und das ist halt scheiße, wenn du an solche Punkte kommst. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Auf dem Weg. Yep. Nicht? Schade. Vielleicht kann ich in den Rücken schießen. Ich muss aufpassen, dass die mich nicht erwischen. Und berittene Bogenschützen dürfte es im Spiel ja überhaupt nicht geben, weil das wäre wirklich ein absoluter Killer. Mist, ich dachte, ich erwische noch einen. Auf dem Weg. Ihr Befehl? Vorwärts! Stopp! Zu Dienst. Links um. Bereit. Spannt den Bogen. Bereit. Sofort. Ich höre. Vorwärts! Okay, kommen die auch mit? Nee. Ich würde gerne in die Bogenschützen reinrennen. Ah, er rennt jetzt aber nicht hier hoch, oder? Na, Mist. Sturmangriff! Zu Befehl! Nicht gut. Bereit! Feuer frei! Bereit! Ja. Sofort! Aufhalten! Ah. Kann sein, dass ich gleich meine Speer verliere. Zu Dienst, denn Bereit. Gruppe links um. Bereit. Dann ist dem halt so. Obwohl, warte noch mal. Zu Dienst. Ja, jawohl. Ja, wenn er drauf geht, ist es halt so. Holt sie! Oh, scheiße! Nicht cool! Kann ich euch wieder hochziehen? Hoch, 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 hoch! Ihr müsst die binden! Bindet sie! Nein! Die habe ich vergessen. Holt sie! Okay, einer muss in den Kampf kommen, das reicht schon. Ui, das war schlecht von mir. Das war richtig... Das war richtig schlecht von mir gerade. Die einfach zu vergessen. Ah, er ist verhungert. Ich höre... Angreifen! Ja? Gerne! Bereit! Gerne. Fang mal hier unten an. Das habe ich richtig schlecht gemacht gerade. Muss auch mal gesagt werden. Weil wenn die Kavallerie in die Bogenschützen reinrennt, obwohl du noch Truppen hast, hast du strategisch wohl Mist gebaut. Die werden ewig brauchen, Rotation, glaube ich. Ah, vielleicht aber auch nicht, wenn sie hier lang laufen. Hier ist nicht so viel Verkehr, aber die holen wenigstens gleich die ganzen Bauarbeiter runter. Ah, okay. Ja, repariert nur gegen. Schaffen sie es? Ja, ganz knapp nicht tatsächlich. Aber sie versuchen ihr Bestes. Bereit. Hessen fassen. Hessen fassen. Und weitermachen. Man soll sie halt runterlaufen. Zu Diensten. Gruppe aufteilen. Mit Dienstvergnügen. Ja. Ja. Ich hätte vielleicht doch einfach hochschicken sollen, einfach. Andererseits... Läuft da jetzt mal jemand... Ah doch, da kommen sie. Der Moment, wenn du einen feinen Balken schleichst, den einsetzt und einfach neben dir jemand, einer mit der Axt steht und einen anderen Balken, den du gebaut hast, zusammenhaut. Ja, ich wollte gerade sagen, ist bestimmt das nächste Kohlebergwerk erschöpft. Aber so kann man nachher nach die ganzen Ressourcen hier rausziehen. Scheinbar, ne, hier, das ist nicht erschöpft. Da müsste noch Kohle rausgehen. Aber ist jetzt auch egal. Ich höre. Wo bleiben die? Naja, es könnte knapp werden. Ich hätte euch doch erst hochhalten lassen sollen. Andererseits, jetzt brauche ich euch eigentlich auch nicht mehr. Grausam, aber wahr, man kann sie einfach hungern lassen. Weil nach diesem Kampf hier brauchst du überhaupt nichts mehr an Soldaten. Ich bräuchte jetzt reiterisch noch eine Milizeinheit und die könnte hier alles zerstören. Weil der baut sich ja nicht mehr auf. Das ist wie ein größeres Tutorial, bloß dass du keine Aufgabe hast, außer den Gegner zu besiegen. Und dass du alles bauen kannst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass hier auch wieder das Problem ist, dass es nicht endet. Du könntest doch einfach den Feinden die Soldaten töten und dann stellst du an irgendeine Position einen einzigen Milizsoldaten oder einen Speer und der haut dann ununterbrochen Gegner weg, also Bauern und Leute, die aus den Gebäuden rauskommen. Du machst haufenweise Kills ununterbrochen und hast keinerlei Gefahr. Du kannst deine Statistik extrem hochhauen. Vielleicht ist es aber auch einfach nur in dieser Mission so, dass die nichts machen, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es überall so ist. Andererseits habe ich dann noch ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu machen, also ein bisschen für entspannen, während ich das Spiel noch weiter spiele. Das ist halt immer wieder gut. Dieses Spiel ist wirklich perfekt, wenn ich einen stressigen Tag hatte. Weil es tut mir irgendwie immer gut. Ich weiß gar nicht, warum ich das als Jugendlicher aufgehört habe. Ja, wohl als Jugendlicher hat es mich mitunter gefrustet, weil du halt sehr oft verloren hast. Ich sollte mal wieder speichern. Erschöpft sind mittlerweile beide. Bereit, Sire. Oh, er braucht jetzt langsam sein Fässchen. Und er kriegt's nicht. Ah, da kommt der Rest gut. Ja, das sollte er aber eigentlich noch schaffen. Ein bisschen Zeit hat er noch. Yes. Ja. Auf achten, die müssen jetzt nicht bis auf den hier schießen auf jeden Fall. Ich will keine Querschläger. Ah, pass auf. Tja, und so... Oh, da ist ja auch noch was. Und so schließt sich der Kreis und zerbröselt der Keks und so wird der Gegner platt gemacht. Obwohl ich mich mittlerweile auch an diese Musik hier gewöhnt habe tatsächlich. Schlecht ist ja auch nicht. Ja, ein Lager hat halt auch am meisten Lebenspunkte, von daher soll ich da auch am meisten mit draufhauen. Ich bin gespannt, ob das Spiel endet oder ob es dann wieder heißt, oh ja, sorry, aber so wie im Intro-Tutorial, du kannst das Spiel nicht mehr gewinnen. Aber beim Tutorial das ist auch ein Bug, weil früher konnte man das gewinnen. Schade, dass man nicht auch die Straßen irgendwie wegmachen kann. Tja, jetzt wird sich zeigen. Nächstes scheint zu enden. Mal sehen, wie die Statistik ist. 11, ja. Weiter. Das war jetzt durch die Wüste, glaube ich. In einem fremden Land. Bin mal gespannt. Ja, es scheint ähnlich zu sein. Es sind aber nur noch 3 Gegner. Die Karte ist genauso groß. Ich weiß nicht genau. Ich finde es aber gut, dass man den Speer anfangs hat. Ich schätze mal, bei einem richtigen Multiplayer-Spiel hast du gar keine Einheit anfangs. Hey, ich will die Ecke auch haben. Die kriege ich aber nicht. Ich glaube, ich verzichte einfach mal auf Kohle. Nee, Kohle nicht, aber... Brauche ich Gold unbedingt? 60, ja, da komme ich nicht weit. Aber es könnte schon reichen für 3 Gegner. Hier Strand. Oder einfach nur Sand. Ja, die Karten sind groß. Richtig, richtig groß. Los jetzt! Wie läuft's hier? Noch am Bauen. Los geht's! Zu Befehl! Man könnte ja auch mal solche Spezialtruppen, wie es früher die Barbaren waren, auch noch einfügen. Vielleicht nur als Gegner. Nochmal. irgendwelche arabische Völker oder was weiß ich, Mongolen. Der KI kannst du rein theoretisch auch berittene Bogenschützen geben. Für normale Spieler sind die Einheiten nicht geeignet. Zumindest nicht, wenn sie reiten und ja, wohl auch so sind die, wäre die echt schon ein bisschen unfair. Los jetzt. Aber die KI kannst du eher einstellen, dass sie keinen Schindluder damit treibt als Spieler. Los jetzt. Hier könnte der nächste sein. Hier schließlich Kohle. Bereit. Los geht's. Ja. 3 Stunden. Los jetzt. Ja, ich habe mir aber auch Zeit gelassen. Vorwärts. Wie viele Leute habe ich denn jetzt? 3. Ich höre. Los geht's. Zu Befehl. Ich würde gerne erstmal wissen, wo der Gegner ist, bevor ich hier irgendwas mache. Zu Befehl. Sind auf jeden Fall interessante Bäume hier. Hier sind Tannen und hier haben wir andere. Zu Befehl. Hier kommen wieder Tannen. Könnte hier ein Gegner sein? Vorwärts! Los! Los geht's! Los! Ah, ich weiß nicht. Das Gebiet hier wäre auf jeden Fall sehr nachteilhaft. Aber einer wird auf jeden Fall hier sein. Los jetzt! Vorwärts! Okay, wo fange ich denn später an mit Getreide? Vielleicht hier? Können wir schon mal anfangen? Ja. Los jetzt! Okay, wo ist der Gegner? Ich habe noch keinen gefunden. Sind zwar auch nur 3, aber trotzdem. Los geht's. Da ist einer. Gucken wir gleich mal an. Der hat garantiert wieder ein paar Soldaten. Sofort. Los jetzt. Oh, das Ding fertig. Sire. Vorwärts. Jawohl. Ah, war klar, dass er wieder Soldaten hat. Vorwärts. Los geht's. Wenn ich jetzt auch eine Truppe hätte, würde ich ihn schleifen. Wenn ich die gleichen Truppen hätte wie er, dann wäre er schon tot. Also dann würde er jetzt sterben. Zu Befehl. Los! Okay, nicht, dass er falsch läuft. Wäre sehr tödlich für ihn. Los! Wir haben 2 Schulen. Ich verstehe halt den Sinn davon nicht. Okay, jetzt positionieren sie sich um. Ab einer gewissen Größe machen sie das anscheinend. Die KI muss ja nicht erkunden, aber wenn man den Speer hat, würde ich anfangs immer empfehlen, so viel wie möglich zu erkunden. Gerade weil es hier keinen Nebel des Krieges gibt in dem Spiel. Ist das immer eine gute Idee. Ich höre. Los geht's. Dann ist es schon mal jawohl. Viel schwerer, dass man dir in den Rücken fällt zum Beispiel. hätte auch eigentlich mal richtig Lust, so eine richtig fette Barbarenarmee zu bauen. Und damit den Gegner zu überfallen, aber das dauert halt ewig, bis du genug Gold hast. Um so 20 Barbaren zusammenzukratzen. Barbarenbogenschützen, die würden auch noch irgendwie fehlen. Dass sie so eine richtige eigene Armee haben quasi. Hier könnte Nummer 2 sein. Er hat auch eine richtig gute Position zum Verteidigen eigentlich. Hier, ja okay, hinten auch noch. Habe ich so eine auch? Nee, habe ich nicht. Da ist Nummer 2. Der ist schon ein bisschen weiter als ich. Ist okay. Los jetzt! Kann man hier hinten durch? Jawohl. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht durchreiten, weil dann habe ich die alle am Arsch. Könnt ihr mal da weggehen? Ja genau, geht den nächsten Auftrag an, dann kann ich hier rein theoretisch durch. Zu Befehl. Weil sobald ich hier einen umbringe, mein, der kann das auch super verteidigen. Hier eine Armee, obwohl vielleicht hier unten ist, vielleicht schlecht. Zu Befehl. Dann kann ich hier direkt anfangen mit Holz. Hey, liefert mal die Latte da ab. Danach geht es direkt weiter mit euch. Mal schauen. Kann ich überall machen, das ist gut. Werde ich ja schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Jawohl. 9 Minuten. Ich hätte gedacht, wir sind 8 Minuten im Spiel. Jawohl. Aber das meine ich, du spielst 8 Minuten, hast eigentlich noch nicht viel geschafft. In Age of Empires bist du da schon, schon fast auf dem Weg zur Feudalzeit. Aber hier musst du dir einfach Zeit nehmen für das Spiel. Gehört einfach zu dem Spiel. Ja, jawohl. Ich glaube aber, wenn du das Spiel anfängst, hast du einfach noch gar keine Einheiten als ein Multiplayer können. Weil sonst wären die Partien wahrscheinlich relativ schnell vorbei. Da brauchst du bloß einen haben, der ein bisschen strategisch besser ist als der andere. Und das war's. Hat er keine Bogenschützen? Ach doch, da sind sie. Natürlich hat er welche. Zu Befehl. Jawohl. Vorwärts. Nur kein Anschlagen, sonst werden die sauer. Los. Vorwärts. Und vielleicht, wenn ich auch hier ganz unten lang reite, sollte es auch kein Problem sein. Kann man hier durch? Die haben alle solche schönen Engstellen, habe ich das Gefühl. Ich habe diesmal auch keinen Fisch. Okay, das ist ein großes Plateau zum Verteidigen. Ja, kein Plateau, aber ein großes Gebiet. Können die das erstmal machen? Ich höre. Los. Was haben sie noch? Wo ist der nächste? Der nächste muss ja irgendwo dann hier sein, schätze ich. Los jetzt! Los! Mich würde mal interessieren, ob die auch untereinander verbündet sind. Das heißt einfach nur 3 Gegner, aber sind das jetzt Multiplayer-Karten zufällig oder... Ich könnte mir vorstellen, dass die Multiplayer-Karten wirklich ausgeglichen sind. Nicht so wie hier. Weil du hast hier doch deutliche Unterschiede. Der hier hat mit die beste Position. Obwohl, er hat kein Gold. Doch hier. Aber trotzdem, er hat eine sehr gute Position. Oh, kann ich gleich das Sägewerk noch bauen? Ja. Jawohl. Muss aufpassen, das hätte ich ihn wieder Spitzhacker hinten erwischt. Bereit. Los. Vorwärts. Sofort. Die Frage bleibt offen, wo der Gegner ist. Ein Scheiner bitte. Die sind soweit durch. Oh, ein Sumpf. Auch nicht die beste Voraussetzung tatsächlich. Kannst dich drauf bauen. Der einzige Vorteil ist, du kannst reitgierig drüber schießen, aber für den Gegner ist es natürlich Barrikade. Gucken, ob ich nicht irgendwo was auf der Karte sehe. Andererseits grün ist schon weg. Jede andere Farbe sollte ich gut erkennen. Oh, er reitet hier durch, das ist gut. Schön alles aufdecken. Und halt ein Speer ist wie gesagt auch perfekt zum Aufdecken. Der hat halt wirklich die meiste Sichtweite. Oh, was ist das? Ach, hier ist er. Gut, ja, so kann man sich auch verraten. Dann brauche ich auch keine Angst haben, dass er hier irgendwo reinläuft. Ah, fuck. So. Kannst du das da wegmachen? Vielleicht kann da ein Schweinestall hin. Später. Ja? Sofort! Was hat denn dieser Sack da eigentlich zu tun? Ach, keine Ahnung. Ist das ein Sack? Ich habe keine Ahnung. Ja. So, dann schauen wir erstmal, was der so macht. Und dann kann ich so in Ruhe zu Ende erkunden. In quasi einer Tankfüllung schafft es, die ganze Karte zu erkunden. Superman. Los geht's. Vorwärts. Oh nein, das Spiel stürzt ab, oder? Ach, so ein Dreck. Kann sich schließen. Warum nicht? Ich komme auch nicht an den Taskmanager, das ist scheiße. Okay, dann würde ich einfach mal die Aufnahme für heute beenden. Das war Let's Play Knights and Merchants für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.